Hallo liebe Dinosaurierfreunde, in diesem Video möchte ich euch meine Meinung bezüglich der neuen Staffel von Jurassic World Neue Abenteuer Staffel 4 mitteilen. Ich muss sagen, ich fand die Serie bzw. die Staffel auf gar keinen Fall schlecht. Viele haben sie schon als sehr schlecht eingestuft. Muss ich sagen, ich fand sie nicht schlecht. Ich muss sagen, sie hat viele gute Elemente gehabt, sie hat aber halt auch ihre Schwächen. Die Schwächen sind definitiv die etwas übermäßig angewandte Technik. Auch so der Verlauf der Serie hätte etwas spannender gestaltet werden können, denn in der Mitte der Serie hatte ich so einen kleinen Durchhänger. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da echt gewartet, dass endlich mal irgendwie was Spannendes passiert, aber so richtig Spannung kam irgendwie in der Mitte nicht auf, was natürlich sich am Ende und am Anfang ganz anders gestaltet hat. Da war ich sehr zufrieden mit der Serie. Ein Pluspunkt sind natürlich die neuen Dinosaurier, beziehungsweise die Dinosaurier, die schon mal in der Vergangenheit in irgendeiner Art und Weise aufgetaucht sind, dass man diese wieder zum Teil eingeführt hat. Und auch so, muss ich sagen, hat man die Handlung natürlich weiter ausgebaut, die Charakter haben sich weiterentwickelt und man bekommt natürlich einen Einblick in die Machenschaften, beziehungsweise Absichten, die hier Mentacore verfolgt. Ich persönlich war sehr überrascht, dass fast alle meine Theorien mehr oder weniger in allen Bereichen etwas zugetroffen haben. Wir haben einmal die Biome gehabt, also diese abgetrennten Klimazonen. Wir haben dann den Fokus auf Wissenschaft gehabt, was hier durch unsere Dr. Turner umgesetzt wurde. Und wir haben natürlich auch die krummen Machenschaften von Cash, der hier versucht, die Dinosaurier gegeneinander kämpfen zu lassen. Alles in allem muss ich sagen, ist es eine sehr durchwachsene Staffel gewesen und ich bin trotz all dem sehr gespannt auf die 5. Staffel und wie das Ganze sich weiterentwickelt. Wenn du noch weitere interessante Fakten oder Eingebungen hast, die dir aufgefallen sind, dann schreib das doch gerne mal unten in die Kommentare. Und für all diejenigen, die nicht wissen, was in der 3. Staffel passiert ist oder sich einfach nochmal zurückerinnern wollen, die können doch gerne mal hier dieses Video anklicken. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dinosaurs, Toys and Merchandise. Macht's gut. Tschüss.